Hallo, ich bin's, Karin von Stempelpünktchen. In meinem heutigen Dienstags-Do-It-Yourself-Video möchte ich euch diese Halloween-Schubladenschachtel zeigen. So sieht sie von der Seite aus und ja, man kann hier mit einem Magnetverschluss, ist es verschlossen, diesen Deckel hier öffnen und dann kommen hier drei so kleine Schubladen zum Vorschein. Alles in Halloween-Design gestaltet und ja, an diesen Bändern hier an den kleinen kann man anziehen. Also das sind die Henkel für die Schubladen. Ja, und das ist die Box, die wir heute gemeinsam basteln werden. Basteltechnisch ist sie nicht schwierig. Und ja, wir starten einfach, hätte ich gesagt, gleich los. Wir brauchen drei Stück grundweißen Farbkarton mit den Maßen 10 x 12 cm. Und dann nehmen wir uns das Schneidbrett und falzen an allen Seiten bei 2 cm. Also wir drehen einfach immer um 90 Grad weiter und falzen bei 2 cm. Das lege ich hier rechts an. Und ja, das machen wir mit allen drei Stücken. So, dann brauchen wir drei Stück Designerpapier. Das ist so ein Currygelb-Weiß gestreiftes Designerpapier. Die Rückseite sind eben diese schwarz-weißen Kürbisse mit den Sternchen dazwischen. Und das stammt aus dem Designerpapier Vielfältig feierlich. Und diese drei Streifen kleben wir jetzt jeweils auf einen dieser, seht ihr, schmalen Abschnitte hier auf unsere Farbkartonstücke auf. Als nächstes holen wir uns einen Bleistift und ein Lineal. Und zwar messen wir uns jetzt mal circa die Mitte hier, also 1 cm, richtig die Mitte eigentlich, von diesem Abschnitt, wo der das Designerpapier aufgeklebt wurde, ab. Und dann wollen wir bei 2 cm, bei diesem 1 cm und bei 4 cm hier einen Punkt machen. Das sieht dann so aus. Die Punkte brauchen wir nämlich deshalb, weil wir dann eine Lochzange zur Hand nehmen und genau an diesen Punkten hier ein Loch durchstanzen. Für unseren Henkel, unsere Schublade dann später. Genau, und dasselbe eben jetzt einmal bei allen drei Stücken. Dann nehmen wir uns das Soundband in Knickter Optik in Weiß zur Hand und schneiden uns drei Stücke ab. Die sollen circa eine Länge, ich schätze mal 10 cm sind das, haben, damit wir schön unsere Henkel binden können. So, und das funktioniert jetzt so. Wir nehmen uns am besten einfach einen Falzstift oder was auch immer ihr zur Hand habt, um einfach hier durch diese Löcher durchfädeln zu können. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr die Enden und bindet ein
Knoten. Der darf nicht zu fest, aber auch nicht zu locker werden. Und dann, also nicht ganz straff anziehen das Ganze. Und dann ziehen wir hier noch einen zweiten Knoten drüber. Dann könnt ihr auf der gegenüberliegenden Seite mal ein bisschen anziehen, dass da eben ein schöner Henkel draus wird. Und wenn das dann so circa so passt von der Länge, dann zieht ihr den Knoten auf der Rückseite fest. So entsteht euer Henkel. Und dann könnt ihr die Enden hier abschneiden, dass sie nicht mehr im Weg sind. Und das macht ihr wieder bei allen drei Stücken. Okay, so wenn ihr jetzt eure drei Henkel durchgefädelt habt, dann könnt ihr hergehen und wir haben ja hier an den Ecken überall Quadrate. Ihr nehmt also eins der Stücke und an der langen Seite entlang der Falzlinien schneidet ihr einfach mal bis zur Querfalz nach oben. Und dann geht ihr her und diese Quadrate, die schrägt ihr dann einmal hier ab. Und dasselbe hier beim zweiten Quadrat. Das werden Klebelaschen. Dann dreht ihr das Stück um 180 Grad und wiederholt das Ganze. Und ja, ihr könnt euch schon denken, ihr macht das bei allen drei Stücken, bei allen drei Schubladen. So, dann nehmt ihr das Falzbein und zieht mal einfach alle Falzlinien rundherum nach. Auch das wiederum bei allen drei Schachteln. Und ja, das ist... geht relativ schnell. Und dann haben wir auch unsere Schubladen schon fast fertig. Wenn wir das gemacht haben, sie müssen dann nur noch zusammengeklebt werden. Das machen wir dann gleich im nächsten Schritt. So, und zwar gehen wir dann her und nehmen die erste Lasche, geben Flüssigkleber drauf und kleben die dann mit der nächsten Seitenwand zusammen. Einmal ausrichten schön und dasselbe mit der nächsten Klebelasche und das Ganze dann einmal rundherum, bis dass die Schublade fertig ist und natürlich dann auch mit den anderen beiden Schubladen. So, fertig sind unsere drei Schubladen. Upsi. Und die stellen wir jetzt mal auf die Seite. Wir bauen uns nämlich als nächstes die Ummantelung. Dafür brauchen wir wieder drei Stück grundweißen Farbkarton mit den Maßen 8,1 x 17,4 cm. Und die werden nun gefalzt. Und zwar bei 1 cm mache ich hier auf der rechten Seite, bei 3,1 cm
Das geht auch noch hier rechts. Dann drehe ich das Stück einmal um 180 Grad und falze weiter bei 9,2 cm und bei 11,3 cm. Und das wieder bei allen drei Stücken. Ich wiederhole nochmal, also bei 1 cm, bei 3,1 cm, bei 9,2 cm und bei 11,3 cm. So, auch diese Falzlinien ziehen wir wieder mit dem Falzbein einmal alle nach. Bei allen drei Stücken. Dann haben wir hier die Höhen auch schon fast fertig. So, jetzt müssen wir nur noch hier bei der 1 cm Klebelasche hier die Ränder etwas abschrägen. Also indem wir wieder so Dreieckchen wegschneiden. Auch das machen wir bei allen drei Stücken. So. Und dann, wenn wir das abgeschnitten haben, dann nehmen wir uns eine der Schubladen zur Hand und geben hier Flüssigkleber auf die Klebelasche des ersten Farbkartonstücks für die Ummantelung. Und dann nehmen wir die Schublade und stellen sie so drauf, dass hier das Ganze einmal rundherum geht und die Öffnung der Schublade eben nach unten schaut. Und so haben wir jetzt unsere Schubladenummantelung einmal rundherum gebaut. Und dasselbe machen wir dann wieder mit den nächsten beiden Schubladen auch. So, dann haben wir die drei Ummantelungen fertig. Jetzt brauchen wir Designerpapier. Und zwar habe ich hier zurechtgeschnitten. Einmal das gestreifte Stück, da sind die Kürbisse hinten so quer, damit ich hier quasi quer die Streifen habe. Und zweimal diese Kürbisse und Geister. Und alle drei Stücke haben die Maße 5,6 x 7,6 cm. Und ja, die mittlere Box wird eben mit dem Streifenmuster beklebt und die äußeren beiden Boxen mit dem tollen Halloween Designerpapier. Einfach hier das Papier auf die Oberseite der Ummantelung aufkleben. So. Genau. Und das letzte Stück noch. So. Dann sind unsere drei Schubladen mit Ummantelung fertig. Die können wir mal zur Seite geben. Jetzt brauchen wir die Außenhülle der Schachtel. Und dazu habe ich auch schon zurechtgeschnitten ein Stück Farbkarton mit den Maßen 19,4 x 20 cm. Ich
überprüfe jetzt ganz kurz mal, was die 20 und was die 19,4 cm Seite ist. Oder das ist die 20 cm Seite. Ihr dreht auf jeden Fall mit der 19,4 cm Seite nach oben, die legt ihr ans Lineal, also die kurze Seite. Und an dieser kurzen Seite wird gefalzt und zwar einmal bei 8,6 cm und dann noch bei 10,8 cm. Und auch diese beiden Falzlinien ziehen wir wieder mit dem Falzbein einmal nach. Als nächstes wollen wir unsere Schubladen einkleben, damit wir hier die richtige Position erwischen. Habe ich mir gedacht, ich mache einfach hier an der hinteren Falzlinie einmal Markierungen, dann kann ich das schön einsetzen. Und zwar mache ich hier eine Markierung bei 0,5 cm und bei 6,5 cm. Die nächste bei 7 und dann von der anderen Seite genau dasselbe. Einmal bei 0,5 cm, einmal bei 6,5 cm und dann noch bei 7 cm. So, das sind jetzt meine Richtlinien, wie ich die Schachteln einkleben kann oder wo. Dann fange ich mit der ersten mit Halloween-Muster hier an. Und ja, auf der Unterseite verteile ich hier einfach Flüssigkleber. Die Unterseite erkennt ihr dadurch, dass ja da kein Designerpapier draufklebt. Und dann richte ich mir eben die Box hier so aus, dass sie hinten eben gerade nicht an der Falzlinie ist, also beziehungsweise hier anliegt an der Falzlinie, aber nicht übersteht, damit wir hier die Rückwand noch hochklappen können und eben bei diesem ersten Punkt hier ist auf der linken Seite. Ich orientiere mich eigentlich nur am äußeren Punkt. Dann nehme ich die gelb gestreifte Box, gebe auch wieder Flüssigkleber auf die Unterseite und klebe das Ganze auch wieder ausgerichtet mit den Punkten und der Falzlinie hier ein. Und last but not least die dritte Box, also die zweite mit dem Halloween-Designer-Papier. Hier orientiere ich mich auch wieder am äußersten Punkt. Und ja, dann sind meine drei Schächtelchen auch schon eingeklebt. Ich habe eins vergessen, und zwar eigentlich wollte ich vorab Magnete montieren. Ist aber nicht so schlimm, machen wir jetzt noch. Und zwar klebe ich jetzt einmal einen Magneten hier einfach so ein paar Zentimeter nach innen auf der Box auf. Da kommt dann sowieso die Hexe drüber, also ist das nicht schlimm. Und einen zweiten Magneten. Ne, das war der falsche. So, das war der richtige. Den
gebe ich hier jetzt drüber, ziehe die Schutzfolie ab und klappe mir die Box zu und den Deckel nach unten, drücke hier einmal gut drauf, so dass die Magnete hoffentlich an Papier hängen bleiben, ja. Und ja, dann habe ich meine Magnete positioniert und diesen überklebe ich jetzt gleich als nächstes. Und zwar habe ich hier wieder ein Halloween-Designer-Papierstück. Das hat die Maße 8,1 x 19,5 cm. Und das klebe ich eben jetzt auf die Innenseite der Box. Also auf die Innenseite des Deckels eigentlich. Damit dieser eben etwas verziert wird und gleich gruseliger ausschaut. So, ich bin echt begeistert von diesem Designerpapier, das gefällt mir so gut. Als nächstes die Außenseite. Hier habe ich 3 Stück Papier zugeschnitten für die Außenseite. Und zwar habe ich einmal so ein Halloween-Designerpapier. Das hat die Maße 8,1 x 12,5 cm. Dann habe ich einen Streifen grundweißen Farbkarton mit den Maßen 8,1 x 1 cm. Und dann habe ich noch ein Stück, das ist wieder eben mit den Streifen so quer, mit den Maßen 8,1 x 8,1 cm. So, jetzt hole ich mir mal mein Lineal. Denn ich muss mir eine Markierung bei 10,4 cm am besten wieder mit dem Bleistift machen. Dann sieht man auch auf Schwarz ganz gut. Mache ich oben und unten hier einmal, damit ich weiß, wo ich gleich meinen weißen Streifen aufkleben muss. Den nehme ich nämlich als nächstes, diesen zentimeterbreiten Streifen. Der soll die Trennlinie zwischen den zwei Designerpapiermustern hier sein. Da gebe ich eben auf die Rückseite Flüssigkleber und dann klebe ich diesen entlang meiner 2 Punkte hier, wenn ich sie noch finde. Ja, hier auf. Dann bleibt hier noch so ein Reststück Designerpapierstreifen, der lässt sich ganz einfach erklären. Und zwar den brauchen wir, um hier auch nochmal Flüssigkleber drauf zu kleben. Geben, nicht kleben. Und darauf kleben wir jetzt unser gelb gestreiftes Papier. Dann wird das ein langes Stück und das ist wieder insgesamt 8,1 x 19,5 cm groß und passt somit hier genau auf die Oberseite unserer Schachtel und ja, wird jetzt hier so einmal draufgeklebt. Dann ist unsere Box somit eigentlich schon fertig und es fehlt nur noch die Verzierung. So, für die Verzierung habe ich eben verwendet die beiden Hexen hier aus dem Stempelset Best Witches und alle 3 Sprüche. Und wir fangen jetzt mal mit den Hexen an. Und zwar nehmen wir einfach ein Stück grundweißen Farbkarton. Ich nehme mal die Hexe hier mit dem Besen und stemple die
in Memento einfach einmal auf eben ein Reststück grundweißen Farbkarton hier auf. Und dann nehme ich mir Stampin' Blends in Brombeermousse Dunkel. Also ich will jetzt, falsche Box, hier für die Innenseite dieser Hexe hier bemalen. Dann brauche ich außerdem Schwarz Dunkel, Hellgrau, hell Schiefergrau, Elfenbein. Dann noch für die Haare einmal Zimtbraun hell. Für den Besen nehme ich Osterglocke hell und auch noch hell Wildleder. So, und mit diesen Farben bemale ich jetzt einmal ganz schnell im Schnellverlauf unsere Hexe. So, fertig angemalt ist unsere kleine Hexe. Und vorbereitet habe ich außerdem diese Hexe schon. Die habe ich schon bemalt und ausgeschnitten, sonst würde das Video einfach zu lange werden. Die habe ich bemalt mit Dunkelblutrot, mit Helltannengrün, wieder mit Hellschiefergrau, mit Elfenbein, mit Hellzimtbraun, mit Bronze, mit Dunkelkürbisgelb, so, und natürlich noch mit Dunkelschwarz. Das sind die Farben, die ich für diese Hexe hier verwendet habe. Also ganz, ganz viele verschiedene Blends und ja, es ist viel zum Malen, das macht aber auch richtig Spaß. Und ich habe die hier schon mit der Papierschere mit eben ca. 2 mm Abstand einmal hier ausgeschnitten und dasselbe mache ich jetzt im Schnellvorlauf noch mit der zweiten Hexe hier. So, fertig sind die beiden Hexen und die kleben wir jetzt einfach mit Dimensionals, also normal großen Dimensionals auf. Da gebe ich jetzt auf die lila Hexe mal ein paar und ziehe die Schutzfolie ab. Und dann hole ich mir die Box, öffne sie und jetzt wird damit der Magnet dann auch überdeckt. Den hätten wir natürlich auch gleich unter dieses Designerpapier einkleben können, aber es geht so mit der Hexe oben drüber genauso gut. Dann machen wir die Schachtel wieder zu. Und nehmen die zweite Hexe und auch da kommen einfach ein paar Dimensionals drauf. Überall verteilen, damit die dann auch gut klebt. Genau. Und die kommt hier auf diesen gestreiften Abschnitt. Ich finde nämlich, auf dem dunklen kommt sie nicht so gut zur Geltung, deshalb habe ich hier das gestreifte
Papier gewählt. So, dann fehlen uns nur noch unsere Sprüche. Nur noch unter Anführungszeichen. Dafür habe ich aus den Stanzformen, ich zeige sie euch kurz, Willkommen heißen die. Die gibt es jetzt ganz neu. Dieses Etikett hier ausgesucht. Und das habe ich dreimal in Grundweiß ausgestanzt. Und jetzt nehme ich mir einmal Stempelkissen in Brombeermus, in Currygelb und in Glutrot. Und dann werden jetzt nach und nach die Sprüche gestempelt. Fangen wir mal mit Best Witches an. Der wird in Brombeermus gestempelt. Und zwar stemple ich den leicht schräg hier über das Etikett drüber. Und dann nehme ich dazu noch Currygelb, und zwar diese Sternchen hier. Und stemple die irgendwie so über den Rand dazu. Genau, dann brauchen wir als nächstes den Spruch if you've got it haunted. Das currygelbe Stempelkissen können wir schon weggeben. Und ja, auch der Spruch wird in Brombeermus gestempelt, einmal gerade auf das Etikett. Und last but not least, der Spruch You've put a spell on me. Also du hast mich verhext. In Glutrot. Auf das letzte Etikett. So, und dann nehme ich ein Fingerschwämmchen und gehe in Glutrot rein und wische hier einmal rundherum meinen Rand in Glutrot. Und dasselbe mache ich mit den anderen beiden Etiketten in Brombeermus. Einfach einmal rundherum wischen. Wenn ihr das Gefühl habt, euch geht die Farbe aus, dann einfach nochmal in Stempelkissen eintauchen mit dem Schwämmchen. Gibt irgendwie einen netten Effekt, wenn man hier so den Rand einfärbt. Ein uralter Trick einstweilen. Aber einfach trotzdem immer noch ein schöner Effekt. So. Dann sind wir auch fast fertig. Wir brauchen jetzt diese drei Sprüche nur noch auf unserer Schachtel befestigen. Der rote Spruch kommt hier auf die Vorderseite mit zwei Dimensionals, und zwar an den linken unteren Rand hier. Und dann klappen wir auf und die anderen beiden Sprüche befestigen wir auch wieder mit
Dimensionals und zwar die Best Witches. Hier einmal auf die linke Schachtel an den oberen Rand. Und den letzten Spruch hier auf die rechte Schachtel auf den unteren Rand. So, fertig ist unsere Halloween-Schubladenschachtel. Wie immer findet ihr die verwendeten Produkte und die Detailmaße auf meinem Blog www.stempel.at. Der Link zum Blogbeitrag ist unten in der Description verlinkt. Außerdem habe ich in der Description noch den Link zu meinem Kartenclub. Den möchte ich euch auch noch ganz kurz vorstellen und euch drüber erzählen. Da basteln wir oder ich schicke euch die Materialien für 4 Karten. Also das ist ein monatlicher Kartenclub. Man kann sich pro Monat anmelden, aber auch gleich für ein Quartal, für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und jedes Monat gibt es dann eine Produktreihe, ein Set, das ich auswähle. Da gibt es Designerpapier, Accessoires, ein Band und ein Produktpaket oder ein Stempelset, mit dem wird gebastelt. Im Kartenclub enthalten sind die Materialien für die 4 Karten und ihr bekommt eine halbe Packung Designerpapier, das ihr teilweise aber nicht vollständig verwendet für eure Karten des Kartenclubs. Außerdem Accessoires und ein passendes Band. Auch hier bekommt ihr so viel, dass etwas überbleibt und könnt dann damit noch weitere Karten basteln und ich gebe euch passend genau für die 4 Karten außerdem Farbkarton dazu. Das bekommt ihr mit den 4 Anleitungen für diese Karten alles in dem Paket und ihr habt die Option, müsst aber nicht euch das passende Stempelset oder Produktpaket auch noch bei mir dazu zu bestellen. Genau, ihr könnt dann genauso gut eben eventuell mit einem anderen Produktpaket oder Stempelset arbeiten oder ihr habt das vielleicht schon zu Hause und könnt eh damit arbeiten, weil ihr es schon habt. Und ja, wie gesagt, ihr bekommt die 4 Anleitungen, könnt das also als Workshop to go verwenden und selbst einfach mit den Anleitungen die Karten hier basteln oder eben ihr macht das Ganze mit mir gemeinsam in einem Online-Workshop. Da gibt es einmal im Monat dann den Termin dazu und da könnt ihr das auch mit mir gemeinsam basteln. Das sind die Optionen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr euch die Details dazu beim Link unten eben durchlest und es vielleicht auch ein paar Anmeldungen dazu gibt. Und ja, das war's für heute. Ich freue mich auf nächsten Dienstag. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Bis dann. Tschüss.